unserem Kanal Mr. Maximus. Und heute gibt es 10 Bastelideen für Weihnachten. Falls ihr welche sucht, wir haben hier welche. Marie ist auch noch mit dabei. Und die erklären wir euch mal. Also das erste, was wir hier haben, sind diese Bügelperlenherzchen. Und hierfür braucht ihr halt einfach Bügelperlen. Ich glaube, jeder weiß, wo Bügelperlen gehen. Und ja, dann könnt ihr so ein Herz machen oder halt irgendwas Weihnachtliches. Also ich habe es einfach so gemacht. Ich habe meine Schablone genommen und dann habe ich einfach das gelegt. Also hier haben wir so selbstgemachte Shampoos und Conditioner und Duschgel. Da könnt ihr es ganz einfach selbst machen. Ihr nehmt euch einfach so für Waschgel irgendwas und dann könnt ihr da was mischen. Also ihr braucht halt diese Behälter, wenn ihr ein Shampoo leer habt oder Duschgel, dann könnt ihr einfach Neues reintun und mischen. Dann gibt es auch so unterschiedliche Farben. Also einfach an das Duschgel mit, ja, mit dem ganzen verschiedenen. Ja. Hier eine Kerze ist nicht so schön, aber es ist so schwierig, weil ich das hier ganze. Also wir mussten jetzt gerade Platz tauschen, weil ihr habt es ja bestimmt jetzt schon bemerkt, oben ist immer das Licht ausgegangen. Und ja, dann geht es jetzt einfach weiter. So, also hier ist wie gesagt die Kerze nochmal. Und die habe ich ganz einfach mit dem Zahnstocher und dann das Rote hier weggemacht. Hier habe ich ja ein weißes Herz und ja ein rotes Herz und hier habe ich noch ein bisschen ausgepult. Also ihr könntet hier auch einfach die Kerze drin lassen und außenrum was wegmachen, dann wäre es noch schöner. Aber Kugel aus Bügelperlen gemacht. Deshalb gibt es dann Herz, ist aber nicht so gut geworden. Man kann es dann einfach so zusammenbasteln. Und das geht auch einfach zu machen. Und ja. So. Eine der einfachsten Methoden ist ein Mandala ausdrucken und es dann anmalen. Da werden eure Eltern sich auch bestimmt sehr freuen. Oder wie mir es auch immer schenken wollen. Es sieht auch sehr schön aus mit den Blautönen und ja. Okay Leute, das war's jetzt mit dem Video. Vergesst nicht zu abonnieren oder zu liken, wenn euch dieses Video gefällt. Und ja, wollt ihr noch mehr davon haben?